Mein zweiter Rover ist ein Dreirad. Das Fahrzeug ist ca. 27 cm lang, 16 cm breit und 51 cm hoch. Die beiden hinteren Räder sind starr und das einzelne vordere Rad dient gleichermaßen dem Vortrieb und der Lenkung. Die mit Vollgummi bereiften Räder besitzen einen Durchmesser von 50 mm bzw. 30 mm am Vorderrad. Der Antriebsmotor besitzt ein Getriebe mit einer Übersetzung von 1:90. Als Energiespeicher dient ein Blei-Gel-Akku mit einer Nennspannung von 12 Volt und einer Kapazität von 5 Amperestunden. Die Spannung für den als Hostcomputer fungierenden Laptop beträgt 9 Volt und diese wird über einen Gleichspannungsregler bereitgestellt. Im Betrieb fallen an dem Regler ca. 1,5 Watt elektrische Leistung ab, weswegen hier ein Kühlkörper angebracht ist. Der zweite Spannungsregler gibt eine Gleichspannung von 5 Volt ab und diese dient zur Versorgung des Mikrocontrollers und der drei Servos. Der Mikrocontroller vom Typ Atmega 816PU stellt per USB-Buchse die Verbindung zum Mini-Laptop bereit. Die Elektronikplatine ist im Vorderteil untergebracht. An dem Deckel ist der Kameramast befestigt. Nach dem Anklemmen des Akkus fließt noch kein Strom durch die Elektronik oder den Laptop. Die Spannungsquelle wird von einem P-Kanal-MOSFET nach wie vor abgeriegelt. Der Transistor kann durch einen kleinen Taster kurz geschlossen werden, wodurch der Mikrocontroller mit Spannung versorgt wird. Dieser schaltet nun den MOSFET auf Durchlass, wodurch alle Komponenten mit Energie versorgt werden. Jetzt kann der Laptop eingeschaltet werden. Beim Bootvorgang zeigt sich noch kurz der kleine Androide des originalen Betriebssystems, jedoch läuft auf dem Rechner Debian Linux. Der Rover verbindet sich automatisch mit dem Server und kann anschließend per Internet gesteuert werden. Die Steuerung unterscheidet sich nicht von der meines ersten Rovers. Eine wichtige Angabe ist die aktuelle Batteriespannung, die euch im Browser angezeigt wird. Fällt diese unter einen vorgegebenen Wert, so wird die Anzeige hellrot hinterlegt, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass nur noch eine kleine Reserve zur Verfügung steht. Unterhalb von 11,7 Volt beginnt die LED auf der Platine zu blinken und dem Laptop wird mitgeteilt, dass die Spannungsversorgung in 8 Minuten abgeriegelt wird. Daraufhin stoppt der Rover und gibt keine Steuerbefehle mehr an die Servos, das Licht oder den Fahrmotor weiter. Der Laptop fährt herunter und nach Ablauf der 8 Minuten schaltet der Mikrocontroller den MOSFET auf Sperren, womit allen Verbrauchern, also auch dem Mikrocontroller selbst, die Energieversorgung abgeriegelt wird. Durch diese Maßnahme wird der Akku vor Tiefentladung gesichert, was diesen ansonsten sehr schnell zerstören kann. Im Standby-Modus fließt ein Strom von 480 mA zwischen den Polen des Akkus. Beim Fahren steigt dieser um ca. 220 mA. Der Fahrmotor setzt damit eine elektrische Leistung von etwa 2,6 Watt um. Wird das Licht eingeschaltet, steigt der Stromverbrauch um ca. 120 mA. Das Servo für die Höhenverstellung der Kamera zieht ebenfalls einen Strom von ca. 120 mA aus dem Akku. Selbst wenn alle Verbraucher eingeschaltet werden, steigt der Stromverbrauch nur auf etwa 1 Ampere. Die in dem Akku gespeicherte Energiemenge reicht somit für eine Betriebsdauer von etwa 6 Stunden. Die Rover Nummer 1 besitzt auch Nummer 2 keine Abschaltung beim Fahren gegen Hindernisse. Das Antriebsrad dreht in diesem Fall durch und es fließt ein Strom von lediglich 320 mA durch den Elektromotor. Als Kamera ist eine Logitech C525 mit einer maximalen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln verbaut.
Diese Maximalauflösung wird jedoch nur für die Schnappschussfunktionalität verwendet. Normalerweise werden Einzelbilder mit lediglich 320×180 Pixel übertragen. Ein Vorteil dieser Kamera ist, dass selbst sehr nahe Objekte von dem Autofokus scharf gestellt werden können. Die Beleuchtung kann in 4 Helligkeitsstufen variiert werden. Die Kamera kann durch eine Seilwinde, die durch ein Servo angetrieben wird, um 40 cm in der Höhe verstellt werden. 2 Schalter zeigen an, wann die jeweilige Endposition erreicht ist, wonach das Servo abgeschaltet wird. Ein weiteres Servo schwenkt die Kamera in vertikaler Richtung, womit Boden und Decke untersucht werden können. Meine neuesten Rover könnt ihr zusammen mit Rover Nummer 1 und dem Roboterarm im Robospatium steuern, womit ihr Begegnungen der dritten Art erleben könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei!